Hi Leute, willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo von Forza Horizon 3 Hot Wheels. Genau. Heute zeigen wir euch ganz kurz, wie ihr mit dem Jeep, wie heißt denn dieser tolle Erfolg? Also, der Erfolg heißt nichts für schwache Mägen. Der genau. Ist gar nicht so einfach, wie er erst den Anschein hat, vermag zu haben. Und zwar muss man mit dem 2016er Jeep Trailcat 10 ultimative Loop-de-Loops ausführen. Genau. So, hört sich erstmal ganz schön einfach an. Ist es dann aber im Endeffekt doch nicht. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen dran. Eine halbe Stunde haben wir mal. Und probieren und machen und tun und kriegen halt nur einen unglaublichen Loop hin, ja. Und nicht diesen ultimativen, den wir brauchen. Jetzt haben wir aber einen kleinen Trick rausgefunden. Und zwar müsst ihr natürlich erstmal das Auto komplett upgraden. Also hier so, wie ihr bei uns seht, auf 901. Also wir haben jetzt Motor komplett auf Max. Alles Antrieb Max. Auf Max. Umbauten haben wir nichts gemacht. Also sprich, ist ja unwichtig. Ja, er hat jetzt 901. Er sollte so zwischen 900 und 901 werden. Genau. So, und dann geht's wichtig darum, wo ihr diesen ultimativen Loop-to-Loop macht. Und dafür gibt's eine tolle Stelle hier unten. Ihr springt quasi, ungefähr hier hin. Ich markiere mir mal das gerade eben da so. Na, jetzt komm, mach hin da, zack, so. Ja, und, da der Loop, der ist da links, den kannst du ja auch gerade zeigen, dass sie sehen, wo, auf der Karte. Der ist bisschen schwierig zu sehen, aber da ist er. Genau, da ist er und da springt er dann quasi hin. Zack, zack. Und dann sollte das flutschen. Ja, weil das Gute an dem ist, dass da direkt davor ein Boostpad steht. Genau. Und man sehr gute Geschwindigkeiten aufbauen kann. Das Problem ist nämlich, dass dort, wo man viel Geraden hat, um Geschwindigkeit zu bekommen, kein Boostpad vor dem Looping ist. Ja. Und das Problem bei dem Auto ist halt, dass es nicht wirklich schnell ist. Also man sollte nach der Möglichkeit auch nicht hier diese Leitplanken mitnehmen. Ja, am besten möglichst unfallfrei. Ja, durchfahren. Nicht so wie ich. Das Ding ist, da seht ihr schon, ultimativer Ding. Hat bei mir jetzt aber glaube ich nicht gezählt. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass er gezählt hat. Ja, guck mal kurz nach. Wir schauen mal gerade eben. Es müssten jetzt 2 sein. Ja. Ja, es sind 2. Genau. Also zählt er. Wir dachten eigentlich erst, dass die Kette auslaufen muss, bevor er ihn zählt, aber das ist nicht der Fall. Ja, und im Großen und Ganzen war es das auch eigentlich schon. Und den Vorgang wiederholt ihr jetzt 10 Mal und dann müsste der Erfolg aufploppen. Genau. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, und wie gesagt, wenn ihr das dann quasi 10 Mal gemacht habt, ihr habt ja gesehen, muss nicht unbedingt immer perfekt sein. Gut, ja. So sollte es nicht laufen. Ja. Hey, du Arschloch, geh weg da. Dann sollte auch der seltene Erfolg aufploppen. Echt jetzt? Du dumme Kackfresse. Ja, egal, es reicht trotzdem. Ja. Wie wir nämlich festgestellt haben, als wir das paar Mal gemacht haben, ist die Sache, dass sich der Booster fast immer auf Maximalgeschwindigkeit von 323 hochboostet. Und jetzt seht ihr, nichts für schwache Mägen. Ja. Geschafft. Wir hoffen, Juhu. Es hat euch weitergeholfen. Nö, ich werde hier weggestummt. Machen wir mal Pause, bevor ich hier weggeknuspert werde. dann hoffe ich, dass es hat euch weitergeholfen und ihr könnt den Erfolg quasi auch spielen schaffen. Ist eigentlich dann kein Problem mehr. Wenn es euch gefallen hat, liken und am besten auch noch teilen, dass das andere auch noch mitkriegen, würde ich sagen. Hm. Und dürft ihr auch gerne kommentieren. Genau. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, einfach abonnieren. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.